Ja, herzlich willkommen, liebe Kunstfreundinnen und Freunde, in unserer aktuellen Sonderausstellung im Haus Esters in Krefeld, die wir euch, da ja der normale Publikumsverkehr gerade nicht möglich ist, jetzt durch ein Videogespräch nahebringen wollen. Die Ausstellung ist die erste Einzelausstellung des israelischen Fotografen Sharon Yaari. Und ja, mit mir hier ist Sandra Franz, die Leiterin des der NS-Dokumentationsstelle Krefeld. Mein Name ist Magdalena Holzey. Ich habe als Kuratorin hier Sharon Yaari eingeladen, diese Ausstellung zu machen. Ja, und wir beide sprechen in der Ausstellung über verschiedene Bilder und unsere unterschiedlichen Assoziationen dazu. Mhm. Was ich besonders spannend finde, weil Sandra Franz eben aus einer anderen Perspektive, nicht so sehr aus der künstlerisch-fotografischen, sondern eher aus der Perspektive ja ihrer Kenntnis über das Land Israel auf diese Bilder guckt. Genau. Und bei dem Bild, bei dem wir jetzt gerade stehen, was den Namen Transformers trägt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ja. Mhm. Also es war am Anfang interessanterweise ein Arbeitstitel, aber der war einfach, der musste stehen bleiben. Der ist, genau. Heißt bis heute Transformers. Und wie wir uns das erste Mal das Bild zusammen angeguckt haben, habe ich direkt gesagt, es sieht aus wie Transformers, wie aus dem Film. Und du sagtest ja, so heißt das Bild auch. Das fand ich ganz spannend. Und wir wollen jetzt eigentlich vor allen Dingen gar nicht über die Skulpturen reden, sondern sehr viel auch über den Sound, weil wir den ganz spannend fanden in unserem Zweiergespräch vorher, wie wir uns die Bilder angesehen haben. Sie haben ja einmal diese massiven Skulpturen, über die auch gar nicht so viel wissen, ne? Wir wissen nicht so viel darüber. Also Sie sind eher so ein Beispiel für Sharon Yaaris Spurensuche im Alltag, der manchmal auch, also diese Spurensuche, die manchmal auch ganz seltsame, absurde Situationen aufspürt. Und hier ist natürlich viel absurd daran, eben diese vier Wesen, die da als Skulpturen eben stehen. Das ist alles ja eine sehr künstliche Szenerie. Natürlich interessiert ihn als Fotograf auch dann diese besondere Lichtsituation bei Nacht mit dem künstlichen Licht, der dann auch die Bäume hier hinten eigentlich zu so einem, ja fast zu so etwas Künstlichem macht. Aber genau, und da kommen wir jetzt nämlich wieder auf den Zaun, das, was ihn daran so sehr interessiert hat, war die liebevolle Mühe, die sich jemand gegeben hat, diese schweren Steinskulpturen zu umhegen mit einem dünnen Zaun. Und wenn Sie sich das angucken, der ist ja unglaublich fragil. Der hält hier auch gar nicht mehr, der ist hier schon zusammengebrochen. Und wenn man den sich so anguckt, wage ich auch zu bezweifeln, dass der irgendeinem Einbruchsversuch oder was auch immer standhalten würde. Und die Frage ist auch tatsächlich, ist das die Absicht? Oder symbolisieren und kommunizieren wir gesellschaftlich einfach damit, wir haben das eingezäunt und wir erwarten, die Gesellschaft respektiert das. Und wir werden auch direkt enttäuscht, denn die Gesellschaft respektiert es offenkundig nicht. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht Leute versucht haben einzusteigen, Selfies damit gemacht haben, Fotos gemacht haben, da gespielt haben, was auch immer. Die Spuren sehen wir nicht. Aber Fakt ist, dieser Zaun, dieser fragile Zaun hat nicht das erfüllt, was er sollte. Er ist zusammengebrochen. Und ich sehe das so ein bisschen auch als Symbol für unsere sehr fragilen Gesellschaftsstrukturen, was wir versuchen zu kommunizieren und hat das Bestand oder nicht. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die wir uns aktuell stellen müssen. Auf jeden Fall. Also es zeigt auf zeigt sehr deutlich dieses Bild, wie Sharon mit solchen ja wirklich winzigen Beobachtungen, die du jetzt ja sehr schön beschrieben hast, also dieser überhaupt die Idee, das mit einem Zaun zu umgeben und dann natürlich hält der Zaun diesem Versuch nicht stand, wie er dadurch ganz viele Fragen aufwirft, die tatsächlich unsere gesellschaftliche Situation, nicht nur die in Israel, wo man natürlich auch viel erzählen könnte über Grenzziehung und Respekt füreinander und so weiter, aber überhaupt unsere gesellschaftliche Situation aufwirft. Ja, so viel Gedanken zu diesem Bild. Wir machen jetzt weiter mit unserem Rundgang und schauen uns noch zwei, drei andere Arbeiten an.